Ich rede nicht mit Psychos, ich töte sie. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon. Whee! Ich spring schnell in das Fahrzeug, mit dem ich gerade hergekommen bin, denn... Neue Mission an. Genau. Ich habe diese Fahrt gerade erledigt. So, ich springe hier raus und jetzt hier Takedown angefressen und zack, 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 hier Messerchen. Jetzt müssen wir gucken, dass der Alarm nicht aktiviert wird. Zack. Alarm ist deaktiviert. Können hier schon mal keine Verstärkung mehr rufen. So, ich bin hier hingefahren, schon off-screen, sagt man ja so schön. Passt ja auch zu unserem VHS-Spiel hier. Bam. Und ja, wollte diese Garnison dann direkt mal erobern. Wir waren vorher, um euch das mal zu zeigen, welchen Weg ich gerade noch zurückgelegt habe. Wir waren hier, ne? Hier, und da bin ich jetzt offscreen hier rüber gefahren. Und jetzt sind wir hier in der Action, landen in der Scheiße. Ohne Medikit übrigens, sehe ich gerade. Shitty. Ich mache gerade nämlich auch eine neue Session, ne? Und dann ist was natürlich mal besonders, cool. Komm schon, nächster bitte. Denk weiter, muss ich ein bisschen takedownen. Takedown-Syndrom. So, zack. Ja, ja, diese Heilmethode finde ich besonders anspruchsvoll. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Rex Gildo on Tour. So, der hat auf die Schnauze bekommen. Wie viele sind denn hier in dieser verdammten Garnisonssäule? Alter. Oh, Backe. So, da oben ist irgendwie... Ja, da brauchen wir eine andere Waffe für. Da brauchen wir auf jeden Fall eine andere Waffe für. Ich heale mich kurz nochmal hier schön. Die Kugel rauspulen. Und jetzt hier Knarre. Einmal nachladen. Immer mit der Ruhe. 30 Schuss dürfen reichen für den Burschen. So, Headshot. Tja, und die Garnison wäre uns. So schnell kann es gehen. Oh ja, die Garnison gehört uns. Hey Jungs. Alter, was zum Teufel? Die haben mich totgefahren. Ey, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ach du meine Fresse. Ich rede nicht mit Psychos, ich töte sie. So ist unsere aktuelle Mission. Also wir müssen eigentlich da nach Süden. Aber ich dachte mir, komm, die Garnison nimmst du jetzt eben noch mit, weil Garnison zu erobern ist ja immer eine gute Sache. Eine schöne Angelegenheit. So, und jetzt gehe ich aber mal ganz kurz, liebe Freunde. Wenn nämlich hier schon die eigenen Leute plattfahren, ja. Aber dem Spiel kann ich es nicht übel nehmen. Garnisonsmegaschelde deaktiviert. Oh ne, das wollte ich ja gar nicht. Deaktiviert. Schnell wieder aktivieren. Megaschelde online. Genau, sonst kommen hier diese komischen Drachen. Jetzt kommen hier die komischen Drachen. So, ich mache solche Missionen ja nur bedingt. Muss ich euch direkt sagen. Also für die, die das Spiel hardcore spielen wollen oder sehen wollen, die müssen es dann leider selber machen. Ich mache das, wie gesagt, nur so, was mir Spaß macht. Das mache ich dann eben und den Rest lasse ich links liegen. Und da fokussiere ich natürlich die Hauptmission, hatte ich ja schon ein paar Mal jetzt angemerkt, weil ich die Story-Kampagne vor allem durchzocken will. So, was haben wir hier an Waffen? In Besitz, benutzt, in Besitz. Ja, wir haben alles in Besitz, da gibt es ja gar nichts Tolles Neues, deswegen brauchen wir auch gar nichts kaufen. Munition könnte ich mal holen gerade. Ah, warte mal. So, ich würde nochmal gerne die Terror 4000 ausrüsten, weil die absolut besser ist als der Flammenwerfer. So, und dann den Bogen. Haben sich ja viele gewünscht. Sarazan nutzt nochmal den Bogen wieder öfter. Vielleicht gegen die Schrotflinte. Weil die Schrotflinte war doch sehr, sehr schwach teilweise auch. So, jetzt haben wir hier Terror 4000. Oh, da müssen wir Munition kaufen eigentlich. Ich frage mich, welche Munition das ist. Das müssen wir mal eruieren gerade. Das müsste die sein, ne? Ja, komm, die kaufen wir einfach mal. Ich hoffe, die ist jetzt die richtige Muni. Nicht, dass ich mich da vertan habe. Doch, das passt, das passt. Haben wir neue Schuss. Super. Okay, dann gehen wir jetzt weiter auf ins Späßchen. Der Spaß beginnt jetzt sozusagen. Ach, guck mal, da unten steht doch eine Karre. Komm, da unten irgendwie auch rausgedüst. Irgendwo fighten die doch hier, oder? Da bin ich total blöde. Blöde. Irgendwo müssen die doch hier kämpfen. Irgendwo sind die sich hier gegenseitig in den Hintern am Treten. Da ist ein Dragon. Und der kam wahrscheinlich rein. Ach, hätte ich ja natürlich auch machen können. Das hat er meine ganzen Freunde getötet hier wahrscheinlich. Umgenietet. Guck mal, hier haben wir doch auch ein Fahrzeug. Nehme ich doch einfach das hier. Auch wenn das schon ein bisschen raucht. Dem sind wir auch reingepäst hier. So, jetzt müssen wir mal schauen kurz auf die Mappi. Mappi, Map. Und jetzt querfeldein. Ab die Postolovic hier.
Ah, warte mal. Ich spring doch nochmal raus kurz, denn... Hey, da ist ein frisches Fahrzeug. Und ein frisches Fahrzeug könnten wir gebrauchen, denn wenn die Karre raucht, könnte die dementsprechend auch schon ein bisschen übel enden. Ich muss ja sagen, die Fahrzeugsteuerung finde ich deutlich besser als bei Dead Island. Das fällt auch immer wieder auf. Oh, wir werden verfolgt von bösen Übeltätern. Ah, das ist halt wirklich so. Bei Dead Island ist sie halt sehr, sehr behäbig. Der Wendekreis der Fahrzeuge eine Katastrophe. Und bei Far Cry ist es auch nicht alles so das Gelbe vom Ei. Aber es ist okay. Ist ganz gut gemacht. Natürlich kein Need for Speed oder so von der Fahrzeugsteuerung. Das wäre aber dann ein bisschen zu viel verlangt wahrscheinlich. Oder vorne kämpfen wieder Kollegen gegen Kollegen. Aber da mischen wir uns jetzt nicht ein. Solche Späße hatten wir schon oft genug. Da wollte ich eigentlich überfahren. Aber ich habe ihn dann doch irgendwie übersehen und leben gelassen. Oh, schön. Jetzt kommen hier... Wer fällt ein Style hier? Oho. Doc, ich doch nicht. Ich bin jetzt an den Koordinaten. Also, ein Mann, ein Dr. Carlyle, hilft Sloan beim Bau von Biowaffen, obwohl er weiß, dass es falsch ist. Oh, Rex, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie wollen seinen Tod? Ja. Ein Attentat? Oh ja. Kein Problem. Ich weiß, es ist eine schreckliche Bitte. Das ist mein Job. Okay, Dr. Carlyle ist in der Shagma Station. Einer Biowaffenfabrik auf einer nahen Insel. Es gibt einen Posten auf einem Grat mit Blick über die Meerenge. Benutzen Sie den Hängegleiter dort. Missionsziel, Hängegleiter sichern. Na, dann lassen wir uns nicht hängen und wollen direkt mal auf hier. Zack. Da ist ein Doggy. Da war ein Doggy. Warum geben die Hunde nur so wenig... Points, frage ich mich ehrlich gesagt. Oh, schon wieder eine Schlange. Hat uns gerade schon eine angegriffen. Das ist ein gefährliches, gefährliche Gegend hier. Ich habe die ganzen Cyberherzen wieder vergessen da. Und warum schwebt da der Pfeil? Naja, soll mich nicht interessieren. Ich werde es überstehen. So, warte mal ganz kurz. Hier, der zeigt mir das. Der Visor ist das ja sozusagen. Der zeigt mir an, wo die Feinde lauern. Oh, ganz schön schlecht geschossen. Umso besser. Okay. Naja, wenn es weiter nichts ist. Komm, dann gebt mir nochmal eure Herzen, ihr kleinen Mausis. Komm zu Papa. Ja, ja, genau. Komm zu Papi, Papi, Papp. Papi Bupo. So, und jetzt sollen wir uns hier den Gleiter schnappen. Nichts leichter als das. Hör ich hier noch irgendwie ein Tier oder so? Egal, komm. Gleiter haben wir ja noch nicht ausprobiert. Bei Far Cry 3 natürlich schon häufiger, aber nicht bei Blood Dragon. Okay. Ja, kennen wir hier die Steuerung. Hui. Doc, sagten Sie nicht was von Biowaffen? Wir wollten die Russen übertrumpfen. Wir hofften, das Drachenblut würde unsere Streitkräfte stärken. Doch dann entdeckten wir... Ganz kurz muss ich einmal hier... Ah, wir müssen jetzt wahrscheinlich auf die Insel fliegen, ja? Okay. Normale Menschen. Es verwandelte sie in Wilde. Lassen Sie mich raten. Sie hatten vor, Sloan wieder auszureden. Aber er hat nur mehr Raketen angefordert wie die roten Speere. Und er hat sie bestückt. Gegen den Ivan? Gegen alle Rex. Ich glaube, er zählt auf die ganze Welt. Und Dr. Carlyle hilft ihm dabei. Ich setze ihm und seiner Operation ein Ende, Doc. Niemand bedroht meinen Planeten. Oh ja, genau. Warnung. Schaute Gegner voraus. Ja, ich merke das schon. Aber ich will hier reinfliegen, soweit es geht. Oh, Alter. Boah, scheiße, Mann. Da haben wir es richtig an. Alter, was zum Teufel? Da wurde mir aber das elektrische Licht ausgeblasen. Das gibt's doch gar nicht. Game over. Puh. Da muss ich irgendwie vorher landen. Ich dachte, ich könnte den so ganz, ganz gewieft ausweichen, aber nix da. Doc, okay. Sagten Sie nicht was von Biowaffen? Mhm. Wir wollten die Russen übertrumpfen. Wir hofften, das Drachenblut würde unsere Streitkräfte stärken. Doch dann entdeckten wir seine Wirkung auf normale Menschen. Es verwandelte sie in Wilde. Lassen Sie mich raten. Sie hatten vor, Sloan wieder auszureden. Aber er hat nur mehr Raketen angefordert wie die roten Speere. Und er hat sie bestückt. Gegen den Ivan? Gegen alle Rex. Ich glaube, er zählt auf die ganze Welt. Und Dr. Carlyle hilft ihm dabei. Ich setze ihm und seiner Operation ein Ende, Doc. Niemand bedroht meinen Planeten. Niemand bedroht meinen Planeten, außer diese Typen, die mich gerade hier abschießen wollen. Hui, jetzt mache ich hier aber echt Manöver, Alter. Manöver-Action. Komm jetzt hier. Zack, Spritze rein und los geht es. Puh. Das ist unangenehm gesehen.
So, da haben wir auch noch einen gehabt. Okay, den können wir eigentlich leben lassen. Soll mich ja nicht interessieren. Wir haben uns jetzt hier in die Anlage geschlichen. Diesmal hat es geklappt. Und da ist ein kleiner Jetski. Warte mal, wer schießt denn jetzt schon wieder hier auf mich? Kann doch nicht warm gehen hier. Kann man nicht mal in Ruhe Jetski fahren. Boom. Scheiß auf die. Komm, wir fahren weiter. Oh, da sind wieder diese komischen Haie auch hier an Bord. Und wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Werden beschossen von allen Seiten. Von den Schergen des Bösen. Dem Feind. Oh, hi. Der ist mal bei einer Blatt gefahren. Die haben wir ja schon kennengelernt. Flieg zur Insel. Bin wir doch schon längst hier. Missionsziel erledigt, okay. Natürlich. Ich bin auf der Insel. Gehen Sie zum Sicherheitsposten, um die Hintertür der Anlage zu öffnen. Der Code ist 653-9X. Mission. Hintereingang penetrieren. Hintereingang penetrieren. Was für eine Mission. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Unsere letzte Handgranatenlieferung ist defekt. Und schalte Funkstand, wenn Sie sagen, Granate unterwegs. So, ich hoffe, das reicht. Da hat jemand den Alarm aktiviert. Ich glaube, wir kriegen gleich Gesellschaft wieder. War ja klitzeklar. Achtung, Durchsage. Ich habe versehentlich den Triggercode für Ihre Granaten über die Lautsprecheranlage verbreitet und diverse Granaten gezündet. Das Spiel ist so scheiße, ey. Alter, ey. Ich mach mich fertig. Aber guck mal hier. Können wir ganz kurz hier nochmal Nanomed-Sonden ein paar kaufen? Die brauchen wir, ja. So, und dann holen wir uns nochmal einen Körperpanzer. Zackidi. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Wir sollten auf jeden Fall wieder die normale. Genau. Phasertron sollten wir auch wieder dabei haben in unserem Besitz, finde ich. Und dafür tausche ich jetzt mal gegen Bogen, weil den hatte ich euch ja mal wieder gezeigt. Und so gut ist der Bogen jetzt aber ja auch nicht. Ich entschuldige mich bei allen, die verstümmelt oder getötet wurden. So läuft der. Komm, Doggy. Halt die Schnauze, Snoop. Habe ich doch gern gemacht. Keine Ursache. Aua! Aua! Tut doch weh, dieses Feuerchen. Guck mal, jetzt grillt er hier aber. Bams! So, hat sich die Sache erstmal erledigt. Jetzt können wir hier noch schnell ein paar Granaten holen. Komm, weil die so viel Spaß hier machen. Sind die bei Munition? Ja, sind sie. Boah, 9 Stück können wir davon holen. Dann kaufen wir kräftig ein. Zack! Und zack, 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 Schnitzel! Genau das meine ich. Genau. Ich weiß, was du meinst. Wir verstehen uns doch, Rex, mein Freund. Wir verstehen uns. Rex. Benutze den Code und öffne das Labor. Alter! Was zum Teufel hast du hier vor? Ja, ich wollte schon sagen, Levelanstieg. Der wird seinen Friseurtermin verpassen. Ja, der wird seinen Friseurtermin verpassen, aber ihm wird es nichts ausmachen. Denn die Frisur sah eh scheiße aus, die er geplant hatte. Okay. Wir müssen uns beherrschen. Au! Okay, warte mal. Heißt ja, auf den Tank schießen wäre das Rezept. Und das scheint auch zu funktionieren. Kawumba, kawamba, kawumbo. Alter. Alter, das ist ein Tiger. Was machst du hier? Tiger. Alter, jetzt reicht's mir hier. Nimm den, schneck dir die anderen hier zum Schnick. Alter, aua, aua, aua. Schnell. Autsch. Alter, dieser Verkackte. Haha, geil. Dass die auch noch gibt hier, die T-Shirt. So, jetzt haben wir beide. Alter, was für ein verrückter Hund. Eine verrückte Katze in dem Fall. So, schnell Waffe wechseln hier, zack. Jetzt gibt's mal was richtig Böses hier. Wo seid ihr, hä? Ja, Baby. Nächster bitte. Oh, joho. Der T-Shirt, der hat mir richtig eingeheimst.
Hier ist doch richtig gut. Ja, dann kam dieses T-Shirtchen um die Ecke. Hat mir ganz schön wehgetan. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.